Das neue Sons of Attila Update ist draußen und es hat uns ein paar Neuerungen geschenkt. Ja, heute schauen wir uns ein bisschen an, was neu ist, beziehungsweise schauen wir uns zumindest nur das an, was ich derweil freigeschalten habe. Das ist nämlich der Zizubar, oder wie auch immer man den nennt. Chisabat, Zizubar, ich habe es mir noch nicht angesehen, aber irgendwie so, keine Ahnung, ich kann kein Ungarisch und ich würde nicht wissen, wie man das ausspricht. Keine Ahnung. Ja, das ist einer der neuen Fahrzeuge. Was ist noch neu? Ja, so Sachen wie Silver Lions verdient man jetzt, glaube ich, schneller, beziehungsweise zahlt man nicht mehr so viel, wenn man stirbt im Spiel. Also zum Beispiel, je länger man in der Runde ist, desto weniger Silver Lions zahlt man für die Reparatur, glaube ich. Sowas, ja. Was gibt's noch? Die Tech Trees wurden verändert, also die Reihenfolge der Panzer zum Beispiel wurde, oder insgesamt Flugzeuge, ist ja egal, irgendwas halt, wurde verändert, sie wurden jetzt auch zusammengelegt, da sehe ich gerade wieder ein Beispiel, habe nämlich gerade ein bisschen suchen müssen, dass ich was finde. Ja, da hier zum Beispiel, das Nashorn und der Waffenträger wurden jetzt zusammengelegt, waren früher separate Panzer, jetzt haben wir da eine fette Lücke drinnen, vielleicht wird die mal ausgefüllt, ich hoffe, wird nämlich ziemlich lustig sein, ziemlich cool, dass man Neues hinzufügt, ist bei den Sowjets nämlich genauso. Alter, das habe ich noch gar nicht gesehen. Mann, das ist eine riesige Lücke. Da kann es so viel rein. Naja, ich bin schon gespannt, was ihnen einfällt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Lücken bleiben. Das ist ja, schaut schon nicht schön aus jetzt derweil. Aber ich hoffe, dass sie das fixen mit neuen Fahrzeugen. Ja, und die, wie soll ich sagen, die Panzer Prescription, Description halt, Informationsbild, wie auch immer da oben, wurde jetzt auch verbessert, beziehungsweise verbessert, erneuert. Ja, ich bin nicht so der Fan davon, ich bin ehrlich, ich finde immer noch die ganz alten Schwarz-Weiß-Fotos, die früher da waren, oder Sepia-Fotos, wie man sehen will, viel besser. Aber, naja, musste auch mal sein, denke ich mal. Schaut jetzt vielleicht ein bisschen besser aus, man kann sich mehr unter dem Panzer vorstellen, wenn man sie so sieht. Das kann ich trotzdem verstehen, ein bisschen. Was auch neu ist, ich zeig's euch mal. Wo gehen wir hin? Gehen wir nach Italien, weil zum Caesar Bar zum Beispiel. Hier, das schaut jetzt so aus. Die Erforschung, wie viel Prozent man von diesem Modifikationsbaum erforscht hat. Was ist noch neu? Da sieht man, wie viel man noch braucht, damit man, glaube ich, oder nee, wie viel man schon hat von dem, also wie viel man ja noch braucht, damit man diesen gesamten Rang da erforscht hat. Und man kriegt anscheinend einen Bonus, sehe ich gerade, 120. Ja, Erfahrungspunkte, das, was ich gerade alles aufsage, ist eher gerade erst im Stegreif, was mir gerade auffällt, alles. Ein bisschen habe ich mir natürlich auch davor angesehen. Hier 18% Turmschwellengrad, jetzt hat man immer nur so eine schöne Animation dabei, so ein kleines Video, wo man sieht, wie es aussieht, wenn man nicht das erforscht hat und wie es aussieht, wenn man es erforscht hat. So schaut das beim Einschießen aus, bei den Ersatzteilen so. Verbessertes Löschzeug schaut es so aus, etc. etc. Ich glaube, man kann sich ungefähr vorstellen, wie man sich, also wie sie das implementiert haben. Ergibt alles ja Sinn. Noch irgendwelche Erneuerungen? Was wird noch verbessert, hinzugefügt? Bei den Flugzeugen, bei den Top-Tier-Flugzeugen gibt es jetzt, glaube ich, habe ich gelesen, irgendeine sehr nervige Stimme, die es in echt auch gibt, die dir die ganze Zeit auf den Sack geht, glaube ich, wenn du zum Beispiel fast gegen den Boden fliegst, irgendwie so, glaube ich. Das gibt es. Die Bäume, die Animationen der Bäume wurde verändert, sehen wir dann in der Runde, weil ich werde mit dem spielen. Die wurde verbessert, jetzt shaken die komplett herum, die Bäume. Bisschen ablenkend, finde ich, muss ich zugeben, aber ja, lustiges Feature. Ja, was gibt es zum Zizubar zu sagen? Der ist, ja, minderwertig gut, bin ich ehrlich. Also, die Grundlage als Radpanzer ist nicht schlecht. Also, 4 Reifen, naja, ist ein Radpanzer, also nicht irgendwie mit 8 Reifen, wie zum Beispiel der Puma. Nee, 4 Reifen nur, ganz normaler Radpanzer. Mit 4 Crewmembern, ein hinten, der aber leider nicht fahren kann, denke ich. Also, denke ich, merke ich gerade eigentlich, weil da steht meistens dann immer dabei. Man sieht ja, führt die Tätigkeit des Ladeschützen aus, steht da dann immer dabei. Und das wird bei dem nämlich dabei stehen, dass er auch Fahrer sein kann, steht nicht dabei, somit kann er es nicht. Ja. Was aber schlecht ist bei den Panzern. Bleiben wir mal bei den positiven Sachen. Er ist schnell. Wendig, weil er kann am Stand drehen. Oder Start drehen, nicht Blödsinn. Er kann beide Reifen, besser gesagt, drehen. Somit weniger Wendekreis. Ja.
Und vier Crewmember wäre jetzt auch noch vielleicht ein Vorteil, kann man sagen. Überhaupt, weil der so weit hinten ist, würde ich auch als Vorteil vielleicht noch zählen. Aber, und ja, die Panzerung ist für 1.3 nicht mal schlecht. 20 mm, 10 mm kann man sich nicht viel erwarten auf dem BR, aber ist nicht schlecht. 20 mm geht. Hält wenigstens MG-Feuer aus. 50 halt eher nicht, zumindest nur auf Distanz. Aber was will man noch mehr? Kommen wir zu den negativen Sachen. Ja, die Kanone. Die Kanone kann man sich vorstellen wie beim L3, kommt sehr gut hin. Eine 20 mm Solothurn, ich hätte gedacht am Anfang, das ist eine Autocannon. Hat mir sie da ein bisschen angesehen, nein, ist es nicht. 3,3 Sekunden Nachladezeit und das auch nur bei einem Clip. Da wird mit Clips geladen, oder nicht Clips, Magazine natürlich. Ist ein, na, also ein Unterschied, ich weiß. Magazine natürlich. Mit 5 Schuss drinnen und eben 20 mm. Die Solothurn kommt mir bekannt vor. Die habe ich schon öfter gehört. Da gibt es, glaube ich, sogar Videos, wo irgendwelche Typen die schießen. Ja, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Ist ziemlich lustig, immer sowas anzusehen. Überhaupt so fette Kanonen. Ja, aber sie ist schlechter als die L3-Kanonen. Da ist der L3. Und das ist wirklich krass. Schlechter als das ist arg. Weil die hat 38 mm und ich glaube 1,7 Gramm Sprengstoff. Der hat 34 mm und dafür. Bisschen mehr Sprengstoff, glaube ich. Wartet. Ja, bisschen mehr Sprengstoff. Die ist grottenschlecht, die Kanone. Die ist echt schlecht. Und was noch ein fetter, fetter Negativpunkt ist, ist, der bounced hart herum. Ihr bremst und der wippt nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Das die ganze Zeit. Und das ist nervig. Es ist echt nervig, weil man kann nicht irgendwie fahren schnell und so und dann stehen bleiben und schießen. Das geht nicht. Es geht bei dem Panzer nicht. Somit, die anderen ungarischen Panzer habe ich mir noch nicht angesehen, weil ich beim Dev-Server nicht dabei war. Also der war, glaube ich, eine Woche davor offen, bis, glaube ich, 15. Und heute ist eben, nee, bis 15. und 4 Tage später. Wir haben nicht den 16. Ich hätte gedacht, wir haben den 16., wir haben den 19. natürlich. Ist nämlich heute das Update rausgekommen, vor 4 Stunden, glaube ich, wann, also sind die News rausgekommen dazu. Drum bin ich ziemlich früh eigentlich dran, freut mich. Ist eigentlich eher mehr Zufall, muss ich zugeben, aber stört mich nicht. Noch ein Feature, ja, noch ein Feature. Man kann jetzt Dekorationen runterschießen. Auch sehr interessant, finde ich eigentlich ziemlich lustig, das Feature und eigentlich auch gut, weil Büsche zählen auch als Dekoration. Darum finde ich, ist es gar nicht nur so schlechte Idee, weil. Da. So. Tja. Wisst ihr, was ich gerade mache? Ich fahre jetzt extra in seine Richtung, dass er die ganze Zeit geblockt wird, weil anders lernen solche Leute das nicht. So. Bis er jetzt stehen bleibt, weil ich mache das jetzt die ganze Zeit, bis er stehen bleibt. So. Ich weiß nicht, was in den Köpfen von solchen Leuten los ist. Wirklich. Ich meine, ich finde War Thunder. Ich nehme War Thunder auch nicht ernst, bin ich ehrlich. Ich spiele das Spiel nicht irgendwie historisch korrekt oder zumindest oft nicht. In meiner Freizeit schon gar nicht historisch korrekt, sondern einfach nur nach Belieben, muss ich zugeben. Aber man muss nicht jetzt so ein kompletter Schwachkopf sein, dass man irgendwelche Leute die ganze Zeit wegrammt. Das hat einfach auch nichts, was irgendwas mit normalen Spielen zu tun. Das geht einfach nur auf die Nerven von anderen. Muss man zugeben. Aber ja. Genau, kommen wir zu den Features zurück. Man kann Büsche jetzt runterschießen. Weiß nicht, wie man sich das vorstellen soll, ob MG-Feuer auch drunter zählt. Ist bei den Infos nicht dabei gestanden, komischerweise. Und nur zum Klarstellen, man kann natürlich nicht die Deko von eigenen Teammates runterschießen, nur in Spielmodis. Kacke, kacke, kacke. Weg, 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 weg. Der kann mich instant killen. Danke. Und man hat es gerade gesehen, der hat keine Panzerung, ich bin trotzdem nicht durchgekommen. Also, die Granate ist komisch. Die Granate ist so komisch von dem Ding. Die hat 34 mm normalerweise, aber die kommt meistens nicht durch. Obwohl sie ja nicht durchkommen sollte. Ich verstehe die nicht. Verstehe die halt nicht. Und sie fliegt langsam. Sie fliegt 700 Meter pro Sekunde, was nicht viel ist. Ich fahr mal da weiter. Ich weiß, es ist ziemlich dumm, was ich gerade hier mache, weil ich bin ein bisschen jetzt da so. Obwohl da ist noch so ein Ding, noch so eine Hütte. Ich sehe kein Panzer, weil Rauch zu viel. Komm, Alter, das Schild. Nein, oder? Autsch, mein Reifen. Die Kanone ist
Ihr merkt ja gerade, die Kanone ist echt nicht gut. Die ist echt wirklich schlecht. Schlecht meine ich natürlich. Ja, man kann natürlich... Jetzt sollte ich nicht rausgehen. Bin ich dumm? Ja, bin ich. Wo war ich? Ja, genau, Dekorationen. Können nur Gegner runterschießen und ich weiß auch nicht, wie man sich darunter vorstellen soll. Ob jetzt nur HE runterschießt das oder ob man die auch mit APHG runterschießen kann. Ob das ein bestimmter Kaliber sein muss, ob das mit MGs geht, fragt mich nicht. Es steht nämlich zumindest nicht bei der Info, die ich gesehen habe, bei Steam nämlich, diese Roadmap, die auch dabei war, steht es nicht dabei. Ja. Weiß nicht, was das gerade für ein Akzent war, den ich gerade hatte, aber egal. Nein. Ihr seht ja gerade, die Kanone macht wirklich Giftschaden. Die macht Poison Damage. Ihr habt ja gerade gesehen, die Crew war gelb. Jetzt, da ist nichts gestorben. Ja, ihr habt gerade gesehen, ich habe auf den Turm geschossen. Drunter ein bisschen, sieht man die Einschuss? Ja, sieht man. Man sieht sogar die Einschusslöcher. Ich schieße auf vielleicht wie viel? 10 mm, 20 mm war das jetzt an Panzerung. Es geht nicht durch. Die Kanone ist so schlecht, die geht nicht durch. Tja, und meine Viers haben natürlich keinen einzigen roten Faden. Also das sind eigentlich nicht rote Faden, sondern eher rote Wollknäuel bei mir jetzt im Video. Aber ist egal. Tut mir wirklich leid, falls ich jetzt die ganze Zeit irgendwelche Fakten reinhaue noch von dem Update und das irgendwie in Minute... Wo wäre ich jetzt? Wahrscheinlich 12, glaube ich, ist es jetzt. Minute 12 im Video. Ja, tut mir leid, aber ich bekomme das meistens nie zusammen. Da müsste ich mir halt wirklich ein Skript oder so davor schreiben und... Ja, weiß nicht, ob das so wichtig jetzt ist. Aber ja, wo waren wir noch? Genau. Ja, wir sind jetzt auch in der neuen Runde, genau, bla bla bla. Aber... Es wurden noch zwei Maps hinzugefügt, nämlich einmal Testzeit, ich glaube 221 oder 227 oder so. Das ist eigentlich nur die Map, die wir schon mal hatten sogar bei einem Event, nämlich beim, wie heißt das, beim Atomic Heart, genau, Event. Ist auch ein Spiel von Gaijin, also den Machern von War Thunder. Und die haben da so ein Event reingehauen, meine ich natürlich. Wo man, besser gesagt, auf der Map und auch mit den Fahrzeugen von diesem Spiel spielt. Ist mehr so ein, ja, wie soll ich es nennen, Sowjet-Apokalypse... Keine Ahnung, Sowjet-Apokalypse-Überlebenssache mit Überlebensspielen mit Story. So ungefähr. Ein kurzen. Ist das ein Panzer? Alter, der Rauch ist unmöglich. Ah, Treffer, okay. Ich fahr weg, weil es ist Arti auf mir. Rückfahrgeschwindigkeit ist ziemlich schnell sogar, merke ich gerade. 30 km/h haben wir bald. Der hat viele Gänge für den Rückwärtsgang. Das ist nicht schlecht. Aber der Stabilisator fehlt. Das ist wirklich ein Ding. Weil die meisten, zumindest viele Radpanzer, haben einen Low-Speed-Stabilisator, damit man wenigstens, wenn man bremst, gezielt dann schießen kann. Das fehlt dem eben. Darum bounce der auch überhaupt so herum. So, ich fahr mal dahin. Da ist irgendwas. Man merkt aber auch gerade. Warte. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Kill gerade zusammengebracht. Habe jetzt auch mittlerweile. Ja, endlich ein Kill. Endlich ein zweiter Radpanzer. Ja, ich habe bis jetzt, glaube ich, auch nur. Ne, wir haben mehr als 5 Schuss. Falls. An jeden von euch, der bis jetzt zuseht, wirklich danke dafür. Ihr unterstützt meinen Kanal nämlich sehr damit. Will ich jetzt nur so erwähnen. Und bitte, wenn ihr wirklich so nett wärt, lasst mir vielleicht ein Like, ein Abo oder Kommentar da. Ich will natürlich auch nicht herumbetteln wie, keine Ahnung, ein Hund vor Leckerlis, aber es würde mich halt wirklich sehr freuen und meinen Kanal sehr unterstützen. Vielen Dank dafür. Und schreibt mir bitte auch in die Kommentare, welches Fahrzeug, guter Treffer, oder eine Challenge, die ihr sehen wollt, damit ich die eben natürlich umsetzen kann. Da hinten ist irgendwo ein BT. Weiß aber nicht wo. Einmal getroffen, aber sonst noch nicht mehr. Ja,
Ja, also kleine Änderung hat es noch. Also zwei Maps, genau, da bin ich jetzt auch wieder stehen geblieben und habe aufgehört darüber zu reden. Zwei Maps, einmal die Atomic Heart Map und die zweite, also die wir schon mal hatten sogar, nur ein bisschen, glaube ich, umgeändert. Und noch eine Map, ich glaube, hier ist die. Rocky Pillars, glaube ich. Hieß die oder heißt die eben, die hinzugefügt wurde. Die ist, glaube ich, aber nur für Flugzeuge. Die andere ist für, also die Atomic Heart Map ist für Ground-Fahrzeuge natürlich. Ja, da komme ich nicht durch, brauche ich gar nicht. Bitte nicht auf mich. Uff. Ja, und die Rocky Pillars Map ist für Flugzeuge. Bin ich auch sehr gespannt, wie die aussieht, weil die schaut ziemlich schön aus. Mann. Wie viel Elevation haben wir? Okay, es sind so viele Flugzeuge unterwegs, es ist unmöglich. Ich hasse es. 25 Grad ist nicht so viel. Okay. Ja, kleine Änderung, die für mich zumindest persönlich nicht so viel Relevanz haben, weil ich es eben nicht so viel spiele. Ich glaube, in Naval wurde auch viel verändert. Eben von den, genauso wie bei den Flugzeugen, also... Ja, okay, da komme ich nicht durch. Ja, brauche ich gar nicht versuchen, da komme ich nicht durch. Die hat, glaube ich, 40 oder 50 mm. Ja. Ja, da wurde auch viel verändert mit den Reihenfolgen von den Schiffen und Flugzeugen. Wurde auch viel verändert. Genauso mit Silver Lights natürlich und allem. Pipapo. Was gibt es noch? Die HUD zum Beispiel von den Helikoptern wurde jetzt erneuert. Die schaut, glaube ich, jetzt realistischer und neuer aus. Und eben, was ich, glaube ich, schon erwähnt habe, vorher in der Introduction vom Video, also in der Einleitung, sozusagen, also wo wir noch nicht in der Runde waren natürlich, dass die Bäume, man sieht sie hier gerade, komplett am Zucken sind, herumzucken, was nämlich neu ist. Weil mir wäre es zumindest noch nicht so hart aufgefallen. Ich weiß, dass sie sich bewegen, aber ich weiß nicht, irgendwie müssen die noch drauf feilen, keine Ahnung, herumfeilen, weil... Das schaut nicht gerade so realistisch aus. Es tut mir wirklich leid, aber weiß nicht, wo so Bäume existieren, aber die zucken halt so hart, als würden die leben. Aber halt wirklich leben und sich selber bewegen. Ich finde den AB zum Beispiel, den ich gerade spiele, AB 41, glaube ich, heißt der, yo, den finde ich besser. Zum Beispiel, weil der hat... Ah, nicht genug die Elevation. Der hat nämlich mehr Durchschlag, eine Autocannon, mehr Panzerung sogar, gleich viel Crewmember zumindest und er ist genauso mobil. Also ich finde den um einiges besser. Ist zwar ein bisschen höher natürlich aber auch, aber ich finde ihn um einiges besser. Also ich könnte mich mit dem Tsubar oder wie der heißt, TC... Mit dem kann ich mich nicht wirklich anfreunden. Das hat gar nichts gemacht, aber überhaupt nichts. Ich kann mich mit dem Ding nicht viel anfreunden, bin ich ehrlich. Gut, ja, ich sterbe jetzt. Wundert mich, dass ich noch lebe. Wundert mich immer noch, dass ich lebe. Richtschütze weg. Die MGs kommen normalerweise nicht durch, aber ein Hui schon. Ja, Heat, der schießt die ganze Zeit mit Heat. Das ist halt auf dem BR natürlich OP. Na gut, ich habe jetzt hier einen Cut gemacht, weil sonst geht das wieder noch viel zu lang. Ja, aber, Alter, was war das gerade für eine Stimme? Ja, aber es wurde viel geile, also viel coole Sachen wurden wirklich hinzugefügt, finde ich. Also, ich bin überhaupt gespannt auf den ungarischen Tree, hier sieht man sie nochmal, Turan 1 gibt es, den Zirni 2, ich habe den 1er, also den, das war ein Eventpanzer nämlich, da gibt es jetzt den zweiten auch im Spiel, der ist aber... Ja, schlecht eingestuft, weil er eben nur HI hat am Anfang mit einer 105mm Kanone, die sich auch lustig ist auf 2.7. Und dann hat er Heat mit 120mm, was sicher nicht schlecht ist. Ist so ungefähr wie die Sturmhaubitze, würde ich mir jetzt vorstellen. Dann gibt es noch den Turan 3. Da gibt es auch noch einen anderen, einen Turan irgendwas, irgendein anderer Turan eben. Der war Event oder Premium-Panzer, jetzt gibt es den in Normal auch hier dabei. Finde ich cool, dass der jetzt auch dabei ist, weil der schaut richtig abgespaced aus. So wie fast alle, also der schaut auch abgespaced aus mit diesen Seitenschürzen. Die schauen aus, als würden sie wirklich direkt aus Star Wars rauskommen. Hoppla. Oh, freischalten muss. Naja, neue Räder wären nicht schlecht. Bremsen von mir aus. Ja.
gibt's halt Richtantrieb vielleicht noch so. Richtantriebmann, so. Ich weiß, ich weiß. Ja. Ich finde die Seitenschürzen schauen so cool aus von den Dingern. Panzerungstechnisch. Naja, werden wir uns dann ansehen, wenn ich ihn freischalten habe, natürlich. Jo. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich vielleicht wissen mit einem Like, Abo oder Kommentar. Würde mich alles freuen. Und schreibt mir bitte eben gerne rein, was ihr als nächstes sehen wollt. Oder eine Challenge. Oder, keine Ahnung, soll ich noch ein Video machen, wo ich mehr, also nicht spiele, sondern zum Beispiel die Roadmap jetzt offen habe und dazu mehr rede, was so alles hinzugefügt wurde. So einen kleinen Überblick mache. Kann ich natürlich auch machen. Ja, schreibt mir es einfach gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, habt einen wundervollen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Ciao.